Unsere Kamera hat zwei Besonderheiten, die sie von allen anderen Kamerasystemen grundsätzlich unterscheidet. Das erste ist, sie arbeitet fast ohne Licht. Wir nehmen einzelne Photonen auf, arbeiten also extrem empfindlich. Und das ist für lebende Zellen, für die Beobachtung von Geweben, extrem nützlich, weil man sie auf diese Art und Weise sehr lange beobachten kann, ohne die Zellen zu schädigen. Es gibt eine kritische Schwelle von Licht, was Zellen und Gewebe tolerieren. Und unsere Kamera ist das einzige System, was deutlich unterhalb dieser Schwelle arbeitet und jedes einzelne Ereignis für sich aufnimmt und wegschreibt. Von daher macht die Kamera auch keine Bilder, sondern sie nimmt einzelne Photonen auf, sie registriert diese und schreibt sie weg in einer langen Liste. Wir arbeiten also in einem List-Mode, wo die Koordinaten und auch die Flugzeit und die Ankunftszeit drin enthalten sind. Und aus diesen Daten können wir hinterher die Bilder rekonstruieren. Das heißt, Sie können ein extrem brillantes Bild generieren, indem Sie viele Photonen dann für das Bild verwenden. Oder Sie können ein etwas verrauschteres Bild im Millisekundenbereich ebenfalls erzeugen, genau aus dem gleichen Datensatz. Und das macht die Kamera so einzigartig. Das heißt, sowohl das Datenformat als auch die Empfindlichkeit und die Kamera hat eine extrem hohe Zeitauflösung von unter 50 Pikosekunden. Das heißt, Sie können Flugzeitunterschiede von Ereignissen können Sie mit einer hohen Präzision unterscheiden.